Verdammt, John. Diese Festung ist der bestbewachte Knast in den ganzen verfluchten Vereinigten Staaten. Da kriegen wir Sanchez niemals raus. Ja, in diesem Fall muss ich dem Quacksalber ausnahmsweise mal zustimmen. Wir haben die Kavallerie am Hals und werden bestimmt bereits in halb New Mexico steckbrieflich gesucht. Und du willst ausgerechnet in Fortessa einbrechen. Entschuldige, John, aber für mich klingt das nach glattem Selbstmord. Sanchez ist der Einzige, der uns auf die Spur von El Diablo bringen kann. Wie willst du überhaupt in diesen Schuppen da reinkommen? Durch die Vordertür natürlich. Oh, du meinst sprengen? Exakt. Vorher werde ich jedoch versuchen, mich allein hineinzuschleichen, um die Offiziere auszuschalten. Ohne Führung müssten wir mit den Soldaten leichtes Spiel haben. Sobald Sanchez frei ist, fliehen wir im Westen über die Gefängnismauer. Kate wartet bereits auf der anderen Seite mit den Pferden. Ich wiederhole mich nur ungern, aber das ist Selbstmord. Du hast mich also bloß vom Galgen abgeschnitten, nur damit ich jetzt hier im Wüstensand verrecke? Immer lächeln, Doc. Ja, und damit herzlich willkommen zur Bergfestmission Nummer 13 hier, die Mauern von Fortessa. Und bevor wir loslegen und Sanchez jetzt da rausboxen, ist mir letztens bei einer Busfahrt was eingefallen. Und zwar hat Cooper noch eine Spezialaktion. Dafür müssen wir das Quicktime aktivieren. Und dann können wir mit ihm drei Gegner markieren. Nummer 1, 2, 3 beispielsweise. Und dann schießt er quasi in relativ kurzer Zeit die drei nieder. Das ist relativ cool. Wollen wir jetzt natürlich nicht machen, weil wir hier möglichst lautlos hier reinkommen wollen. Das ist mir letztens bei der Busfahrt eingefallen. Und das Feature wird einem weder im Tutorial noch auch in der Bedienungsanleitung, ja, das Spiel hat sogar noch eine Bedienungsanleitung, in Papierform übrigens, erklärt. Aber mir ist es irgendwie eingefallen und ich meine mich auch dran zu erinnern. Wir gehen mal hier hin. Gehen wir da hin? Nee, gehen wir nicht. Ich meine mich auch dran zu erinnern, dass mir das Feature auch vor, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, vor 15 Jahren, auch relativ spät erst aufgefallen ist. Also, das wollte ich euch nur nochmal nachreichen. So viel zum Gameplay. Und dann gucken wir uns jetzt mal die Map an. Ja, noch ist es relativ übersichtlich hier, aber ich verspreche euch, hier sind relativ viele Soldaten drin. Das heißt also, wenn wir hier laut oder wenn wir hier laut krachend vorgehen, dann werden wir relativ wenig Chancen haben. Aber wir probieren es mal aus. Okay, so. Och, was hat er denn jetzt? Oh Mann, habe ich überhaupt schon gespeichert? Macht er jetzt da irgendwas? Nö, oder? Was hat er denn? Warum ist er denn jetzt so aufgeregt? Kommt er jetzt runter? Das wäre natürlich cool. Nee, er schreitet trotzdem da oben lang. Okay, wir speichern mal. Gut, dann stellen wir uns hier hin mit Cooper. Und mit Cooper können wir also hier raufgehen. Wir haben ja gesehen, Kate wartet hier auf der anderen Seite der Schlucht. Hier, ja, mit der können wir denn hier quasi die Soldaten ausschalten. Wir warten jetzt mal auf den hier. Was? Hallo. Okay. Der dreht sich nämlich in die andere Seite. Zack. Oh, das war nix. Gut. Okay. Also das Ganze nochmal von vorne. Okay, wir warten mal. So, dann du. Zack. Wir müssen ein bisschen näher ran hier. Und schon mal speichern. So, dann. Der dreht sich ja zur anderen Seite. Ja. Okay. Gut, schön da hoch. Und dann können wir gleich hier diesen kleinen Dicken ausschalten. Wo ist er denn hier? Oh, der hat einen ziemlich langen Pfad. Okay.
Leg den mal ab hier. Können wir hier auch F5 machen? Okay, hier unten sitzen also noch zwei Kumpanen. Der ist ja eigentlich kein Problem. Müssen wir halt nur gucken, inwieweit, wenn wir mit dem Messer vorgehen, der hier quasi, der aufgeweckt wird, wenn wir den messern. Ich speichere mal. Ich glaube, der war nicht ganz so einfach. Wir können übrigens auch hier hochgehen. Da können wir mit Dog. Wie viele Mulmeln haben wir? 2, davon haben wir 4. Mach den. Och Mann. Mach den mal hier. Hallo. So. Jo. Okay. Jetzt müssen wir mal. Okay, er reagiert gar nicht. Ja, die Hunde, na gut, lass die Hunde Hunde sein. Ja, mit denen können wir also nicht interagieren, die können wir also auch nicht ausnocken. Ist halt so. Kommt jetzt da einer raus? Nö, der geht hoch. Wo gehst du hin? Kommst du raus? Ja, nö. Gut. Speichern. Alles klar. So, dann wollen wir erstmal alles hier vorne klären. So. Ja, das Blöde ist jetzt natürlich. Dass wir hier nicht hinkommen, wa? Aber wenn wir da hinrennen, also wir versuchen mal hier außerhalb seines. Ach man, Sichtbereiches zu bleiben. Da oben ist da auch noch einer. Okay, der guckt aber da nur blöd rum. Das heißt, wir gehen mal hier außerhalb seines Sichtfeldes hier hin. Oh, das war natürlich selten dämlich. Alles klar, okay. Ich meine, vielleicht könnten wir den auch einfach rauslocken. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Wir probieren es mal. Mir war so, als wenn das nicht funktionierte. Doch. Ach, er sitzt auf dem TNT-Fass. Alles klar. Also das brauchen wir sowieso. Das heißt, wir müssen uns dahin mal verfrachten. Was war das denn? Hä? Warum wurden wir denn jetzt warum hat er denn jetzt Alarm geschlagen? Vor allen Dingen, wer hat Alarm geschlagen? Nee. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Der da oben? Nee, da sieht uns keiner. Der hier dürfte uns eigentlich auch nicht sehen. Aha. Okay. Na gut, verstehe ich jetzt nicht. Na gut. Wir probieren es mal nochmal aus. Nein. Dahin. Wartet mal. Kommen wir hier hoch irgendwo? Nope. Sieht nicht so aus. Ah, hier hinten haben wir noch Betäubungsmunition. Sehr schön. Nein. Dann. Also das verstehe ich nicht. Werden wir da irgendwie gesehen? Tatsächlich, sieht der uns da? Eigentlich dürfte er uns ja nicht sehen, oder? War das vielleicht ein Bug oder so? Okay. Ja, jetzt hat es doch funktioniert, oder? Okay, dann packen wir ihn mal hier hin. Nein, dahin. So, wir kontrollieren nochmal. Haben wir hier irgendwie Aufmerksamkeit erregt? Nö. Gut.
Dann kommt jetzt er ran. Hol dir mal hier die Uhr. Und dann können wir ihn ja hier messern. Das heißt, hier... Ach. Jetzt kommt er da schon... Ja, das meine ich. Also warum... Warum wird denn er jetzt... Das verstehe ich nicht. Okay. Warum schießt denn jetzt jemand? Also der weiß doch gar nicht, dass... Also können die über Telepathie kommunizieren? Das war natürlich auch... Ah, oh, das war ein Missklick. Meine Güte, ey. So. Uhr hat er wieder. Wenn er uns... Warte mal. Da nicht sieht. So. Dann dahin. R gedrückt. Okay. Das ist ein bisschen zu weit weg. Wir sehen schon, die halten auch ein bisschen mehr aus, beziehungsweise nehmen also nicht so viel Schaden. Das heißt, wir müssen hier definitiv näher ran. Können hier nochmal speichern. Und dann klicken. Und ja. Okay. Gut. Dann Sam dahin. Nein, Doc kann schon mal dahin. Du kannst ihn hier aufnehmen. Und ab ins Klohäuschen. So, Sam nimmt das, Doc nimmt das. Sehr schön. Okay. Speichern. So, dann kommt der nächste ran hier. Den können wir ja versuchen hier, Sam. Den werden wir auch wieder messen mit Cooper. Klarer Fall. Unser liebstes Werkzeug. Dann haben wir hier draußen ja schon fast alles geklärt. Warum die in den Innenhof gucken, weiß auch kein Mensch. Ha. Na gut. Also wir werden die ja auf jeden Fall... Jetzt stehen die da oben zu dritt. Wie soll ich denn an denen vorbeikommen? Na, da muss ich wahrscheinlich was rüberwerfen. So, gucken wir mal, wann erwischen wir ihn? Okay, das heißt, wir stellen die mal hier so auf 25 Sekunden ein, probieren es mal aus, gehen dann hier hin. Der da oben dürfte ja eigentlich gar nichts sehen. Sein Job ist einfach nur, da gegen den Pfeiler zu gucken. So, los, beeil dich mal. Jetzt geht er hier zur Steinwüste, alles klar. Mal gucken, ob das reicht hier. Oder ob wir da nochmal das Ganze starten müssen. Ja. Sehr schön. Oh, das hat sogar beim ersten Mal geklappt. Coole Sache. Dann ab ins Klohaus mit dir. Können wir schon mal speichern. Okay, der hat hier aufgrund des Lichtes also einen weiteren Sichtradius. Das finde ich gut gemacht. Der wird dann also... Den müssen wir dann hier so außenrum hier uns lang sneaken, weil da sieht er hier das nicht. Gut. So, heb schon mal unsere Uhr auf, speichern das Ganze ab und dann sneaken wir uns hier rum. Der würde ja von gar keinem gesehen. Nee, den wird auch keiner vermissen. Okay, gut. So, ich finde auch den Schwierigkeitsgrad in den ersten Missionen, der ist angemessen, denke ich. Das heißt also, die Gegner geben sich nicht untereinander Sichtschutz, also zumindest nicht so häufig. Ist schon ziemlich cool. Wird in späteren Missionen aber definitiv anders werden. Und ich erinnere mich noch an das Add-on von Commandos 1 im Auftrag der Ehre. Das war so knüppelhart.
und so frustrierend. Ich glaube, ich habe da nicht eine Mission von gespielt, weil das einfach auch der Frustfaktor so immens hoch war. Aber es war einfach sauschwierig. Mal gucken, ich habe das Spiel hier, auch den ersten Teil im Auftrag der Ehre und hinter feindlichen Linien. Vielleicht wird es dann in ferner Zukunft auch mal ein Let's Play dazu geben. So, das heißt, jetzt können wir dich in Ruhe messern. Sehr schön. Niemand hat es gesehen. Okay. Ja, dann haben wir hier draußen erstmal alles geklärt. Sehr schön. Und ich verfrachte den mal ins Klohaus. So, okay. Ich bin hier schon mal in Stellung gegangen. Beziehungsweise gehe hier langsam in Stellung. Ich glaube, wie viel haben wir denn jetzt von den Fiolen? Vier Stück. Bin mir nicht sicher, ob es hier angemessen ist, weil anders kommen wir, glaube ich, hier gar nicht hoch. Wir müssen hier mit Doc agieren. Wir probieren es hier einfach mal aus. Ja. Oh. Jetzt kommt er dahin, aber er sieht ja irgendwas da. Nee, der sieht doch, der sieht was. Na, okay, das war nix. Wir warten mal, bis der angerannt kommt hier. Ja, da kommt er, der Gutste. Warum auch immer. Weiß nicht, ob er irgendjemanden vermisst. Okay. Okay, ab ins Land der Träume. Ich weiß nicht, ob wir da reinkommen oder ob uns da unten einer sieht. Okay. Nochmal den schnell darunter. Okay, wir speichern das Ganze mal. Mal gucken, ob er ihn da vermisst. Wenn nicht, können wir ja zur. Warte mal, wir können ja mal Doc hier noch schnell mal wegmachen. Wenn nicht, können wir ihn ja auch dann irgendwie messern. Okay, er kommt dahin. So. Und tschüss, Taco. Sehr schön. Ja, das läuft auf jeden Fall besser. Ihr habt sicherlich gemerkt, in den letzten Missionen hatte ich am Anfang immer ein paar Schwierigkeiten. Das geht hier sogar. Okay. Super. Oh, die Fahne ist gar nicht gehisst. Was ist denn da los? Okay. So. Was machen wir? Kommen wir da? Ja, da kommen wir auch in den Turm rein. Alles klar. Wir müssen jetzt hier mal bisschen, wir können uns da oben lang sneaken. Boah, das sind drei Stück. Vier Stück. Gucken wir mal. Das heißt, wir kriechen hier mal lang. Kommen wir hier auf der Mauer noch irgendwo anders hoch? Na gut, da kommen wir hoch, alles klar. Das bringt uns jetzt nicht viel. Kümmern wir uns hier um den da hinten. Die Frage ist, wann sieht er uns? Aber der guckt relativ langsam von links nach rechts. Insofern können wir da wahrscheinlich einfach hinlaufen. Wir stehen mal auf hier. Wollen wir die Chance gleich mal nutzen hier. Und den dann halt auch gleich mal wegbringen. Okay. So, kriechen hier unten lang. Die dürften uns ja eigentlich nicht sehen. Kümmern uns um den hier. Der wurde ja auch nicht gesehen. Ah, das ist ein bisschen. Er hat hier grafisch wieder nicht optimal gelöst.
Weil wir ihn nicht sehen und auch seinen Sichtkegel nicht so wirklich sehen. Okay. Nee, jetzt hat er uns gesehen. Aha. Haben wir ihn hier angelockt? Vielleicht können wir. Hat er uns hier gesehen? Okay, nichts passiert. Können wir noch mal laden? Sieht der? Jetzt guckt er gerade nach rechts. Guckt dann nach links. Ah, okay, der sieht uns da irgendwie. Müssen wir hier mal ein bisschen ausprobieren. Legen uns hier hin. Jetzt kommt der Kater jetzt hier auf meiner Schulter, spaziert er lang. Kater kuschelig. Stör mich mal nicht hier. Okay. Okay, jetzt guckt er wieder weg. Oh, jetzt hat er uns kurz gesehen, aber wir haben noch nicht seine Aufmerksamkeit erregt. Sehr schön. Gut. Du hier auch runter. Siehst du uns eigentlich da irgendwie? Nö. Gut, da können wir uns mal um den hier oben. Der guckt ja. Guckt der? Nee, der sieht ihn also nicht. Wir können ja auch in den Turm gehen. Aber wir probieren es mal. Dahin. Gucken, ob wir da irgendwie gesehen werden. Aber eigentlich dürfte er hier nicht in einem Winkel gucken können. Hier sind ja diese Zinnen. Wir werden es sehen. Nein, er sieht uns nicht. Sehr schön.